Hallihallo, ihr Lieben. Heute mal wieder ein Video von mir. Und zwar möchte ich heute mit euch so einen, Notizblockhalter bauen mit, Stifthalter und was ihr aufhängen könnt. Ich fand die Idee ganz niedlich und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich mit Designerpapier gearbeitet, möchte aber heute mit euch mal Designerpapier selber herstellen und habe mir dafür dieses Set ausgesucht, das Painted Poppies. Ja, und diverse Blümchen und Blätter. Und damit bestempeln wir heute, ja, machen wir heute einfach unser eigenes Designerpapier. Dazu benötigt ihr einen großen Bogen in 12x12 Inch in Flüsterweiß oder in der Farbe, wie ihr es eben haben möchtet. Und natürlich die Stempel und Farben dazu. Ich beginne jetzt mit dem Hintergrundstempel und stempel mir in, was war's? Sahara Sand. Da, wo ich die großen Blüten hin haben möchte, einfach wild aufs Papier, einfach die Abdrücke auf. Geht auch mal über den Rand hinaus. Das macht das Ganze immer noch ein bisschen interessanter. Gut, dann können wir das Sahara-Sand schließen. Dann nehme ich mir Espresso und die größere Blüte. Und die stempel ich mir jetzt einfach da drauf. Muss gar nicht gerade sein, es kann auch ruhig ein bisschen über den Rand gehen. Das meine ich hier, ne? Das macht den ganzen Charme erst so richtig aus, finde ich. Das kann auch geschlossen werden. Dann nehmen wir uns die nächste Farbe vor. Und dann nehme ich mir hier die kleine Blüte und das Rokoko Rosa als Hintergrund. Und auch den stempel ich wieder mit diesem Hintergrundstempel, der dabei ist. Und auch da einfach, wo ihr die hinhaben möchtet, da stempelt ihr euch das auf. Probiert das echt mal aus. Es macht so einen Spaß, sein eigenes Designerpapier herzustellen. Dann braucht ihr die Blüte. Die habe ich in Kussrot gewählt. Kussrot aus dem Grund, weil sich das von dem Rokoko Rosa wunderschön abhebt. Und auch da stempelt ihr jetzt einfach da eure Blüte so auf, wie ihr es haben möchtet. Ein bisschen über den Rand.
So. Hat was, oder? Jetzt kommen die Blätter. Und da habe ich mich für den grünen Apfel entschieden. Und für dieses Blatt. Und auch das stempelt ihr euch jetzt einfach dahin, wo ihr sie hin haben möchtet. Wem das zu lange dauert, der kann gern vorspulen. So, ich denke, das reicht so. So, und dann nehme ich mir hier meinen Blasebalg und Espresso und sprühe mir einfach da auf mein Bild, beziehungsweise auf mein selbstgestaltetes Designerpapier, so ein paar Sprenkler drauf. Ja, so reicht mir das auch schon. Das muss jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Das geht aber relativ schnell. Und aber in der Zeit, wo das jetzt trocknet, zeige ich euch, was wir noch brauchen. Wir benötigen nämlich noch ein Stück Graupappe. Und das habe ich mir ausgeschnitten aus einer Verpackung, wo unser Stampin' Up! Designerpapier drin ist. Also hinten drin sind meistens noch so dünnere Pappen und davon habe ich mir hier eine Pappe zurechtgeschnitten. Und das hat die Maße 17,5 mal 12,5 cm. Dann brauchen wir für unseren Stift eine Halterung und dafür nehme ich ein Stück Farbkarton, was jetzt halt dann eben hierzu passt. Na, schaue ich eben mal, was mir gefallen könnte. Hier habe ich mich jetzt für Sahara Sand entschieden. Und das schneide ich mir zurecht auf 21 mal 2,5 cm. Das A4-Papier von Stampin' Up! Hat hier schon 21 cm. Ich messe aber noch mal nach. Genau, das hat 21 cm. Heißt, wir brauchen hier nur einen dünnen Streifen
von 2,5 cm abschneiden. Und dann lege ich mir das hier auf dieser Seite an. Hier habt ihr nämlich auch eine Maßeinheit-Anzeige. Und da gehe ich einfach hier bei 2,5, lege es an, schneide es durch und schon habe ich meinen passenden Streifen, den ich benötige für mein Projekt. Das Ganze muss jetzt noch gefalzt werden. Und zwar bei 2 cm. Die Maße schreibe ich übrigens alle unten in die Infobox nochmal rein. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Also bei 2 cm anlegen, falzen. Dann drehe ich mir das Ganze um und falze das bei 11,5 cm, bei 14,3 cm und bei 16 cm. Wenn ihr das habt, wird gefalzt bzw. das umgeknickt in die Falzrichtungen, wie wir es benötigen. Wir brauchen das ja dann einmal hier drum. Dann muss das hier nach oben geknickt werden. Dann nehmen wir das Falzbein und ziehen hier, falls nicht, wir ziehen hier einmal an dem Stück Streifenpapier lang bis zu dieser nächsten Falzlinie, denn das muss ja dann hier so dran. Hier soll der Stift dann dran oder rein, je nachdem. Das heißt, das müssen wir wieder nach oben biegen. So. Heißt, wenn das dann hier dran ist, haben wir automatisch da unsere Stifthalterung. Ja, und das hier muss dann logischerweise nach unten gebogen werden. Und das falze ich mir auch schön. So, dann hätten wir das jetzt auch schon mal fertig. Kann aber erstmal an die Seite, brauchen wir erst später. So, dann gucken wir mal, was unser Designpapier macht. Das ist trocken, das ist super. Dann können wir das auch gleich weiter zurechtschneiden. Wir benötigen dazu jetzt Designpapier von vorne und von hinten für unser Projekt. Und für vorne brauchen wir die Maße 23 cm. Mal 18 cm. Und dann brauchen wir für unsere Rückseite ein Stück Designerpapier mit den Maßen 17,1 cm. Mal 12,2 cm. Und wie ihr seht, ihr bekommt also aus einem Bogen 12 mal 12 Inch Bogen für ein Projekt das jeweilige Designerpapier. Also das ist das, was übrig bleibt. Das würde ich wegschmeißen. Und aus den Sachen kann man natürlich auch für Karten das noch super gut verwenden. So, das gebe ich mal an die Seite. Jetzt müssen wir einmal dieses Designerpapier auf diese Pappe aufbringen. Und das machen wir so, dass wir das einmal umdrehen und die Pappe hier hinten aufkleben. Das mache ich hier mit dem Flüssigkleber. Und legt es mir einfach hier hinten mittig auf. Wichtig schön andrücken. Ich nehme mir da immer hier mein Falzbein nochmal dazu.
dann habt ihr das hier befestigt. Das nächste, was ihr machen müsst, ist die ganzen Seiten, die, die, die und die, einmal hier um die Pappe biegen. Ganz vorsichtig, damit das Papier mitarbeiten kann. Und das macht ihr auf allen vier Seiten. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch eine Schere und schneidet euch hier die Ecken ab. Wichtig, dass ihr hier ein Stück dran lasst. Also nicht bis an die Ecke schneiden, weil sonst guckt euch diese Graupappe nachher durch und das wollen wir ja nicht. Also hier einschneiden und hier die Ecke ein bisschen, ein bisschen was dran lassen. Ich schneide, ihr seht ja, was ich meine. Und auch das macht ihr auf allen vier Seiten. So. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch doppelseitiges Klebeband und beklebt euch hier eure Klebelaschen. Und so muss das Ganze dann aussehen. Und wenn ihr das habt, nehmt ihr euch euer Piekswerkzeug oder euren Fingernagel und zieht euch eure Deckfolie ab oder Schutzfolie. Und jetzt wird es einfach so genommen und umgeschlagen. Und wenn ihr das habt, geht ihr mit dem Falzbein einmal schön darüber, dass es auch richtig schön anziehen kann. Das macht ihr erst auf den beiden Längsseiten. Jetzt wichtig, nehmt ihr euch euer Falzwerkzeug und geht hier einmal, seht ihr das, hier so entlang und drückt das hier so rein. Das macht ihr auf den beiden Seiten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch diese Seiten einmal einklappen. Und so habt ihr dann einen richtig schönen Abschluss, ohne dass die Ecken rausgucken. So, fertig ist eure Vorderseite eures, Notizblockhalters. Jetzt müsst ihr euch gucken, wie es euch am besten gefällt. Und so legt es nachher dann auch hin, was jetzt oben und unten ist, je nachdem. Gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es weitergeht. Genau.
Jetzt kommt unsere Stifthalterung, die wir eben gebastelt hatten. Und auch da überlegt ihr jetzt, auf welcher Seite es haben wollt, hier oder da. Das ist ganz eure Sache, wie ihr es am schönsten findet. Dann guckt ihr, in welcher Höhe ihr das haben möchtet. Bietet sich natürlich an, wenn man einen Stift reinsteckt, dass das nicht hier unten hängt. Sonst hängt der Stift ja dann auch da unten. Ne? Also ich würde sagen, dass wir es ruhig ein bisschen höher ansetzen. Nur gerade noch schnell, welche Seite ich nehme. Ich werde diese nehmen. Gut. Wenn ihr euch jetzt einig seid, wo ihr das hinhaben möchtet, dreht ihr das Ganze mal um und klebt das hier einmal mit Flüssigkleber an. Das schön andrücken. Wenn ihr das angeklebt habt, dreht ihr es um und macht hier auf diese lange Seite bis zu der Falzlinie auch Kleber und klebt es an. So, dann kommt hier der Teil mit eurer Stifthalterung und hier seht ihr ja jetzt, wo die letzte Falzlinie ist. Bis dahin muss dieser Teil auch aufgeklebt werden. Also den Teil, der hier rund ist, nicht einkleistern, sondern nur dieses kleine Stück, was wir hier noch haben. Und dann hier aufsetzen. Schön andrücken und dann haben wir hier noch die letzte Lasche und auch die muss natürlich angeklebt werden. So. Wie gesagt, ich drücke das immer mit dem Falzbein noch mal richtig schön an. So. Stifthalterung fertig. Mal gucken, ob wir hier... Den kann man jetzt so dran machen. Oder wie gesagt, hier reinstecken. Okay, das ist jetzt nicht so breit. Ich habe das... Hoppala. Ich habe das jetzt auf das Maß von dem kleineren Kulis gemacht. Mal gucken, der wird bestimmt passen. Ja, der passt zum Beispiel super. Was haben wir denn hier noch für einen Stift? Ja, den hier. Na, das passt super. Gut. Wenn wir das haben, brauchen wir noch eine Befestigung, wo wir das dann nachher aufhängen. Und da nehme ich mir ein Stück von irgendeinem Band, was ihr da habt. Ich habe mich hier für dieses entschieden. Das finde ich ganz hübsch. Drehe mir das Ganze wieder um, gucke, wo ich das mir hinsetzen möchte. Da könnt ihr dann auch variieren, wie lang dieses Bändchen sein soll. Ich mache es jetzt mal so. Und an die Stellen... Das fixiere ich mir jetzt einfach hier. Ach ne, dann nehme ich auch das doppelseitige oder. Also man kann doppelseitiges Klebeband nehmen. Oder hier den Snail. Der ist auch super. Ich nehme jetzt mal den Snail, damit ihr seht, wie schön das geht. Dann mache ich mir einfach auch hier so ein paar Punkte hin. Und setze mir hier das Bändchen auf. So. Mal gucken, dass das auch alles schön gerade ist.
den Überschuss hier an Bändchen, das kann dann ab. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch hier unsere Rückseite aufkleben. Noch da könnt ihr gucken, wie rum es euch am besten gefällt. Ich mache es so und auch das setze ich mir auf mit dem Flüssigkleber. Und ich finde das auch ganz wichtig mit dem Deckblatt, was wir hinten drauf setzen, denn so sehen wir diese unschönen Verklebungen hier nicht mehr. Gut. Und einmal aufsetzen. So, das Ganze drehe ich mir jetzt um und nehme wieder mein Falzbein und drücke das richtig schön fest, damit die Rückseite richtig schön fixiert werden kann. Wenn ich das jetzt so machen würde, würde ich mir das hier kaputt drücken und das möchte ich ja nicht. Deswegen so rum und dann so andrücken. So, da hätten wir jetzt das schon einmal fertig. Schön von vorne, schön von hinten. Und was fehlt uns jetzt noch? Natürlich ein Block. Und da habe ich hier diese wunderschönen Kellnerblöcke. Die haben die Maße 15 mal 7 cm und die passen, wie ich finde, optimal hier hin. Die Blöcke gibt es, ich habe die mal bei eBay ersteigert und oder beim Amazon habe ich die auch schon mal gesehen, aber bei eBay, da kriegt man die halt eben auch in Großpackungen und ich weiß, ich habe mir da glaube ich mal 50 Stück oder so bestellt. Also ich habe noch viele da, kann noch ganz viele schöne Projekte basteln und das dann verschenken. Und ja, und das nutze ich natürlich dann auch aus, ne? Und das Ganze muss jetzt hier aufgebracht werden. Ihr guckt jetzt, wo ist die Öffnung? Die muss natürlich unten sein. Drehe ich mir das um und setze mir auch da den Flüssigkleber drauf. Und dann einfach hier aufsetzen. Gucken, dass es schön gerade ist. Und andrücken. Gut. Dann brauchen wir jetzt ja nur noch einen Stift. Also wie gesagt, man kann das so anbringen, wenn der jetzt ein bisschen zu dick ist oder so. Oder eben so. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten, können wir hier vorne jetzt noch einen Spruch aufbringen. Wenn man es zum Beispiel jetzt verschenkt oder so, ne? Da habe ich mir einen Spruch in Englisch diesmal genommen. Und zwar das You are wonderful. So, aus dem Set hier. Und den stempel ich mir jetzt hier oben einmal auf. Und das mache ich mit ganz normal mit Schwarz, der Schieftinte. Oder ihr könnt auch das Memento nehmen. Oder halt eine Farbe eurer Wahl. Oder ich überlege gerade, ja, meine, das würde ja gut passen, weil wir ein schwarzes Band haben. Und dann hebt sich es auch schön ab. Wir nehmen das jetzt einfach. Ihr könntet auch Espresso nehmen oder wie ihr wollt. Also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Also macht es einfach so, wie ihr es für richtig haltet. Ich liefere, wie gesagt, nur die Idee. So, jetzt Konzentration. Das Praktische ist, wenn man sich verstempelt, man kann das erste Blatt abreißen und kann es nochmal machen. Aber es hat geklappt.
Ja. Dann haben wir unser Projekt auch schon fertig. Was sagt ihr dazu? Ist doch ein schönes, ja, kleines Geschenk oder ein kleines Gast-Goodie. Oder wenn man was feiert, dann könnt ihr das jeden so auf den Platz legen, bei einer Hochzeit oder bei einem Geburtstag. Oder gestaltet es für einen Kindergeburtstag, ist auch immer eine schöne Sache mit euren Kindern zusammen, dass wenn sie zu einem Kindergeburtstag eingeladen haben, dass dann jeder sich so ein, ja, Notizblockhalter mitnehmen kann. Ich zeige euch nochmal den anderen. Hier ist natürlich jetzt kein Kuli drin. Man kann auch da ein anderes reinstecken. So. Also es geht alles. Ja. Unser Projekt ist fertig. Was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Freue ich mich immer drüber. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn gerne. Drückt auch das Glöckchen, denn so werdet ihr über jedes weitere Video von mir informiert und verpasst auch nichts mehr. Ja, in diesem Sinne bleibt alle schön gesund. Habt noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße aus Heilbad Heiligenstadt. Eure Claudi. Tschüss.